Herzlich willkommen bei Anglerbot TV. Wie es inzwischen fast schon Tradition ist, auch 2016, sind wir wieder von der Firma Balzer eingeladen worden, netterweise, dass wir so ein bisschen über die neuen Produkte jetzt fürs kommende Jahr berichten. Und wie immer, es helfen uns dabei Willi Frosch und Markus Eilbert, die viel mehr Ahnung von den Produkten haben als ich und euch das deswegen viel besser erklären können. So, Willi Frosch wird uns jetzt so eine Routenserie von Michael Zamataro vorstellen. Ich habe mir das ja gerade schon angeguckt, wenn man so ein bisschen die alten Modelle noch kennt. Ne? Die haben ja schon mal, ich sag mal, deutlich klobiger ausgesehen. Also selbst hier die im starken Wurfgewicht, ne? die kommen schon relativ filigran daher. Erzähl mal, Willi, wie kommt's, dass ihr so schön filigrane Routen da hinkriegt? Aufgrund neuer Materialien konnten wir also die Routen viel schlanker bauen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir die Wandstärke erhöht haben. Und noch, wir nennen das also hier Snakeskin, ein netzartigen Überzug gebracht haben. Also beides, Überzug heißt jetzt nicht Beschichtung, sondern es ist praktisch noch so eine zusätzliche... Als letzte obendrauf. Ja. Ne? Und aufgrund dessen konnten wir komplett auf das Schwert verzichten und können die ganze Routenserie natürlich dann so herrlich filigran herstellen. Und die habt ihr in allen Wurfgewichtsklassen praktisch, die fürs Feedern denkbar ist? Von ganz leicht von 30 bis 250 Gramm. Also da ist doch letztendlich alles abgedeckt. Und nicht nur die leichten 10 Filigran aus, wie ihr es gesehen habt, auch die richtig schweren Prügel und so eine Schlangenhaut. Das ist doch auch mal eine spannende Geschichte. So, hier haben wir jetzt wieder ein ganz neues Teil vom Matze Koch. Eine wunderschöne Spinnrolle und auch, wie ihr seht, etwas ungewöhnlich designt. Da frage ich doch mal der Markus, erzähl uns was dazu, wie kam es denn dazu? Ja, das war ein Wunsch von Matze Koch. Wir haben ja schon diverse Raubfischrutenserien mit ihm zusammen gemacht. Er wollte immer eine hochwertige Spinnrolle haben. Den Wunsch haben wir ihm erfüllt, indem wir eine Rolle entwickelt haben, die sich durch Leichtigkeit und Steifigkeit auszeichnet, indem wir Duraluminium und ein Composite-Material verwendet haben, was sehr steif ist, aber auch Leichtigkeit mit sich bringt. Er braucht eine gute Bremse, braucht jeder Spinnfischer. Das erreichen wir durch Carbon-Bremsscheiben, die verarbeitet werden. Und wir erreichen eigentlich einen leichten, satten Lauf durch hohe Verarbeitungsqualität und auch durch die entsprechende Anzahl Kugellager und Nadellagern. Und das ist eigentlich so ein rundes Paket, was der Matze mit uns zusammen entwickelt hat. Das ist im oberen Mittelklassebereich anzusehen vom Preis her. Aber sie läuft wunderbar und ergänzt eigentlich seine hochwertigen Rutensäen sehr gut. Man kann es ja nie so richtig im Trockenlauf testen ohne Belastung, was so eine Rolle wirklich macht. Aber läuft wirklich definitiv mal satt. Und jetzt wollen wir euch mal zeigen, an welche Routen so ein Ding passt. So, hier sind wir jetzt bei den Ruten, auf die Rolle drauf gehört. Hechtpeitsche kennt man ja schon, aber auch bei Balzer steht ja nichts still. Und jetzt erklär mal, was ihr hiermit angestellt habt. Ja, wir haben die eben schon angesprochenen zwei Routensäen von Matze Koch schon im Programm und haben jetzt nochmal so ein Zwischenmodell auf den Markt gebracht, was sich vom Namen her unterscheidet. Wir haben die 1.12 Routen als hochwertigste. Jetzt haben wir die 1.8 und darunter noch eine 1.7. Also die 7 gab es schon und die 12 gab es schon. Jetzt habt ihr das zwischen reingesetzt. Haben wir hier auch eine allumfassende Raubfischserie gemacht, von einem ganz leichten Barschrötchen bis zu einer Hechtpumpe, Großhechtpumpe. Auch feine Tropfschottruten sind damit dabei, decken eigentlich das ganze Raubfischspektrum ganz gut mit der Serie ab. Und sie ist preislich attraktiver wie eine 1.12-Rutenserie. Jetzt muss ich mal nachfragen. Wir hatten ja bei uns im Forum die Diskussion erst um IM oder wie ich es gerne sage, IM 6, 8, 12 und so weiter. Ne? Kam ja ursprünglich mal von euch, das weiß ich noch, die Bezeichnung. Ist das jetzt ein reines Marketinggeklingel oder steckt da real was dahinter? Oder woher kommen jetzt bei uns auf einmal die ganzen Diskussionen, dass die Leute sagen, was ist das eigentlich, was heißt das? Die schreiben doch drauf, was sie wollen und. Darf man dich das fragen oder darfst du es überhaupt nicht sagen? Ich kann da gerne mal Stellung zu nehmen. Also der Thomas hat schon recht, das gab mal die 1.6-Rutensee, vielleicht kennen die einige von euch noch.
Das war wirklich eine Carbon-Bezeichnung für eine sehr hochwertige Kohlefaserroute. Das wurde dann ja von anderen, sage ich mal, schnell übernommen, indem man einfach eine Zahl nach oben draufgesetzt hat, um zu den Leuten zu zeigen, das muss noch hochwertiger sein. Und dann ist das Ganze inflationär am Markt überschwemmt worden. Und was wir von uns sagen können, ist, dass wir eine Unterscheidung haben von einem 6, einem 7, einem 8 und einem 12. Das heißt, je höher die Zahl ist, umso höher ist der Carbonanteil in der Route oder die Tonnen, die aufgewertet werden, um das Kohlefasermaterial zu verarbeiten. Und das heißt, die EM8 liegt also preislich und materialseitig qualitativ unter der EM12-Routensäge und über der EM7-Routensäge. Und das so ist auch bei uns die ehrliche Abstufung, um das Ganze qualitativ und preislich auch einordnen zu können. Das heißt, bei euch heißt die 12er eine hochwertigere Faser, eine teure Faser, eine empfindlichere Faser. Auf jeden Fall. Ne? Das heißt, je niedriger die Zahl, desto robuster sind dann die Routen auch, desto flexibler werden sie, sind nämlich so steif, nicht mehr so schnell. Also wenn bei euch die Zahlen draufstehen, dann hat es wirklich was zu sagen. Und was bei anderen draufsteht, steht eben bei anderen drauf. Genau, so kann man das sehr gut deuten. Und schon haben wir wieder was gelernt. So, hier habe ich jetzt noch so was richtig Schickes entdeckt. Aus der bekannten 71 Grad Serie zum Meeresangeln. Guckt euch das mal an. Eine Inline-Rute. Du darfst mal zusammenbauen, bevor ich was kaputt mache. Das ist doch mal richtig schön. Ein geiles, leichtes Teil. Keine Ringe drauf, ist natürlich kein Gewicht. Ne? Das Ding ist richtig zäh und stabil. Erzähl mal. Das ist doch ein richtig geiles Teil. Also sowas für Norwegen, das ist endgeil. Ja, also zum einen ist es wirklich was Neues, dass man eine dreiteilige Inliner-Route macht, indem man... Die kannst du ja bald noch in der Gummistiefel stecken, so kurz wie die ist. Super geniale, kurze Transportlänge hat, für die ganzen Nordnorwegen-Reisenden mit Flugzeug ideal. Was der Thomas eben schon sagt, keine Ringe dran, enorme Gewichtsersparnis. Ich habe natürlich. Du kommst doch vor wie eine Spinnrute in der Hand. Das durchgehende ist eine Aktion. Klar, jede Ring ist eine Unterbrechung und das macht es einfach zu einem sehr lustigen, spaßigen Bootsangelrötchen für Norwegen. Und wie gesagt, die Dreiteilung ideal für Reiseangler und Inline-Routen waren in den letzten Jahren schon im Aufwind. Weil einfach die Vorteile wegen den fehlenden Ringen dadurch da ist, dass der Angler eigentlich viel bessere Kontrolle und Feinfühligkeit beim Angeln hat. Und deswegen haben wir das auch neu ins Programm mit aufgenommen. Neben der normalen Inliner-Route, die wir auch so schon im Programm haben. Das schicke Teilchen passt natürlich auch dazu, ne? Genau. Und die werden viele Anglerboard-Freunde mit Sicherheit auch kennen. Unsere Adrenalin-Multirollen-Serie. Das ist mittlerweile... Ich habe Blutdruck, Balzer hat Adrenalin. Genau. Die Angler hoffentlich beim Angeln auch. Und das ist mittlerweile die dritte Generation, die... unterscheidet sich zum Vorgängermodell A durch den, stabileren Griff und die Kurbel. Für Männer Händel. So ein, genau, ja, viele schwören auf diese Art von Griffen vom Handling her. Die anderen schwören vielleicht eher auf diese Gummigriffe, die vorher waren. Aber das ist eine Verbesserung und da gibt es halt von der kleinen Multirolle in der 10er Größe bis zur 14er Größe als Zweigang alle möglichen Modelle, die von Norwegen alles abdecken. Was ich noch mal kurz zeigen will, weil die Schwierigkeit, häng dich mal ran, wir zeigen mal die Aktion. Weil das da musst du ziehen wie ein Ochse. Oh, da ist richtig Power drin. Da kannst du richtig ranhalten. Oh. Und das für so ein geiles, leichtes Rütchen. Macht Laune. Ist schon eine Spaßrute, genau. Macht Spaß. So, hier sehe ich wieder IM12 oder IM12, wie ich es gerne sage. Jetzt sind wir aber im ganz anderen Routenbereich. Jetzt sind wir hier bei Forellenruten. Willi Frosch ist nicht nur Friedfischer, sondern geht auch wirklich gern an Forellensee und hat diese Rutenserie zusammen mit anderen Kumpels hier bei Balzer designt und entwickelt. Also musst du auch erzählen, was es dazu zu sagen gibt. Ja, wie gesagt, mit unserem Produktmanager und anderen Forellenanglern zusammen noch haben wir zwei neue Serien entwickelt, wieder ganz neue. Einmal in ihrem 12-Bereich. Die ganz leichten, die Tremarella-Ruten, die also enorm fein sind, wo ich mit der Rute arbeite, mit der Spitze und den Köder dadurch in Schwingung bringe. Und das natürlich auch im normalen Spiro-Bereich, 25-55 Gramm.
Das ist die eine Schiene und die zweite Schiene im IM7-Bereich. Das ist die günstigere, die aber auch das gleiche wie hier ist. Bei den Tremarella-Routen haben wir 4 Kategorien, quasi schon von 1 bis 15 Gramm. Bei denen haben wir bis 20 Gramm hoch. Die anderen sind dann eben die Spiro-Routen im höheren 25 oder 50, 55 Gramm Wurfbereich. Sehr feine, unheimlich leichte Routen. Also, das ist, also wenn ich mal das angucke, also mit meinen grob schlechtigen Händen, ne, da hast du schon fast Angst hinzufassen. Aber du sagst, die Teile sind stabil, die sind geeignet. Dazu ist die. Natürlich sollte da der Angler nicht herkommen und mit so einer Tremarella-Route die Forelle rausheben. Dafür sind die. Da wollen wir Kescher verkaufen noch. So sieht's aus, dafür sind die Kescher da. Alle. Also das sollte man unterlassen. Ja, also nichts Fliegen fischen, nein, sondern feines Fischen und anständig keschern. Ja. Man kann das nur mal so noch mal ganz kurz zeigen hier, wenn wir das von der Feinheit her, ne, wenn wir, schaut mal, wenn ich hier die Spitze angucke, ne, das ist also, dann seht ihr, was das für feine Ruten sind. Also bei mir ist das Vorfachdicke. Ja, ne? Das sind also diese Tremarella-Ruten, wo ich mit der Spitze arbeiten tue und damit den Köder im Wasser in eine tolle Bewegung versetze. Ne? Das ist doch eine tolle Sache. Da freuen wir uns, dass du uns das vorgestellt hast und bedanken uns recht herzlich dafür. Gerne. So, wenn wir beim Thema Forellensee sind, da habt ihr ja hier mit Trautetech so eine ganze Range da noch, was ich gleich geil fand, als ich das gesehen habe. Die Killer-Kaulquappe. Das ist doch mal eine Geschichte. Also da sind wir hier fast schon im Mikroköderbereich. Ja, aber du kannst uns jetzt mal erklären, für was die ganzen tollen Teile hier. Ja, wie gesagt, wir haben also auch den, nicht nur die Ruten, sondern auch den Zubehör- und Kleinteilebereich neu überarbeitet. Das geht hin bis zu den Bienenmatten, die wir schon hatten, die jetzt aber in einer viel weicheren Konsistenz vorhanden sind. Und wirklich lebensecht aussehen? Da muss ich eine echte Made schon anstrengen, wenn sie besser schmecken will. Ja, zu der Killer-Kaulquappe ist zu sagen. Das ist geil, das ist einfach geil. Ja. Aber es ist oft so, dass gerade wenn die Forellen micklig sind und micklig beißen, mögen die keinen großen Köder. Ne? Und das hier an einem kleinen Haken, dünnes Vorfach, ne, arbeitet wunderbar im Wasser. Zupfen, kleines Bleischrot davor setzen. Die schwimmen auch auf, hast du gesagt, ne? Das sind Schwimmende. Ja, okay. Immer wichtig dabei, weil dann arbeiten sie besser. Mhm. Ne? Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, was also beim Probefischen und bei der Entwicklung toll eingehauen hat, war so eine Idee von mir. Twister haben wir schon immer. Aber ich habe diesen Twistern jetzt Flügel verleiht. Ein Propeller-Twister. Also den könnt ihr natürlich nicht an normalen G-Köpfen fischen. Das muss euch klar sein. Der wird ohne G-Kopf gefischt. Am Spirolino vor zum Werfen. Vorfach, genau. Entsprechendes Vorfach davor. Wichtig ist natürlich Dreifachwirbel, weil die drehen sich natürlich. Ne? Das heißt, du musst entsprechend also einmal am besten gleich am Haken einen Wirbel und dann nochmal am Spiro vorne. Am besten, so mache ich es. Es hat sich gezeigt, auch Matze Koch hat es zum Beispiel probiert und hat da ein kleines Video von gedreht. Da sieht man auch, wie die Barsche da sofort drauf geht. Lauf, ne? Ja, kann ich es mir vorstellen. Ist also nicht nur für Forellen, sondern auch für Barsche. Ich habe das ganz toll auf Rapfen eingesetzt. Ne? Ach, guck, also wir haben den in zwei Größen, 3, 5 und 5 cm. Hier haben wir so eine Mischpalette jeweils von Farben her, kriegst aber auch jede Farbe Sorten rein. Also ja, gut, ne? Sehr gut, sehr gut. Dass man also sich seine Lieblingsfarben dann auch im Großpaket kaufen kann. Dann habe ich hier noch so eine Sache, unser Produktmanager ist auch, was von mir gekommen ist, quasi so eine Wobblerfliege. Ist also auch sehr erfolgreich. Ich kann die also an einer ganz leichten Spinnrute fischen, ich kann die mit einem Spirolino fischen, ich kann die auch mit einer Fliegenrute fischen. Arbeitet wunderbar, haben wir also in 6 oder 8 Farmen. Und wie gesagt, als Know-how gibt dann unser Produktmanager den Namen King Willy. Ne? Also von der Killer-Kaulquappe zum King Willy. Genau. Das ist doch auch mal eine Produktspreizung. Ein ganz tolles Ding, wie gesagt, auch auf Rapfen sehr erfolgreich. Zum Abschluss möchte ich nur noch eins sagen. Wir haben aufgrund unserer Produkte und Ruten und so weiter auch unsere
Trautattack-Fibel neu aufgelegt, die also im Handel kostenlos in den Geschäften zu erhalten ist. Und da sind alle Köder und Angelarten, Spios und so weiter drin enthalten. Eine herrliche Grundlage für den Einsteiger, aber auch den, der schon in der Materie zu tun hat. Also, ich finde die Propellergeschichte natürlich schon geil, keine Frage. Ne? Aber so, wenn ich mir das jetzt so angucke, einmal die lebensechte Bienenwade und vor allem, was mich begeistert hat, die Killer-Kaulquappe. Finde ich einfach geil. Ja, es ist Also, geniale Idee. Und ich darf mich bei dir wieder bedanken, dass du uns das vorgestellt hast. Gerne. Habt ihr sowas schon gesehen? Mit Sicherheit noch nicht. Und was wir da jetzt vor uns haben und warum das so eine geile Geschichte ist, mit der Handbewegung die Lampe an- und auszuschalten, erklärt uns Markus. Genau, der Thomas hat das eben schon sehr eindrucksvoll gezeigt, was das Besondere an dem Teil ist. Kopflampen kennt ja jeder irgendwo vom Einsatz her. Es ist aber oft eine ganz schöne Fummelei, da im dunklen Abends den, oder nachts den Schalter zu finden, wo sie an- und ausgeht. Dann gab es ein paar schlaue Leute, die haben sich sowas ausgedacht, indem man so einen Sensor einbaut. Und der Thomas hat es gezeigt, ein einfacher Wisch vor der Linse entlang reicht, um das Teil ein- und auszuschalten. Ich kann das die Lampe auch ohne Sensor betreiben, also mit Dauerlicht im Rot, im Rotbereich und auch im hellen Bereich. Aber das Witzige ist wirklich, wenn ich das einmal weiß, dass ich recht nah hier vorne vorbeifahren muss, dass die Lampe ein- und ausschaltet, ist das eine ideale und super hilfreiche Kopflampe für jeden Nachtangler. Und kann auch nicht passieren, wenn ich jetzt an Thomas vorbeilaufen würde, dass er sich unbeabsichtigt einschaltet. Also da muss schon richtig... Kein Bewegungssensor, sondern richtig direkt davor. Ich muss einfach mal prüfen, wie dicht ich vorbei gehe. Also, aber das galt nicht euch, ne, sondern das ist die neue Art, wie man Kopflampen ein- und ausschaltet. Wirklich ein pfiffiges Teil. Das ist auch so für 25 bis 30 Euro im Handel erhältlich eigentlich eine geniale Geschichte. Sehr hilfreich, muss man sagen, mal sowas Innovatives mal gebracht zu haben. Hat mir auch gut gefallen. Super Geschichte. Ich als gelernter Spinner, mir fällt natürlich immer gleich auf, wenn ich dann hier so buntes Plastik und Gummizeug sehe. Ne? So richtig schöne naturgetreue Grundeln kenne ich inzwischen ja vom Neckar auch ganz gut. Den Kauli jetzt nicht mehr nur als Low- oder No-Action-Köder, sondern als richtig gib ihm. Nur wenn es wackelt, fängt es. Ja, da habt ihr also damals so ganze Palette noch an neuem Gummizeug. Aber auch im Thema Wobbler, Plastik und so weiter sind wir unterwegs. So. Geile Barschwobbler. Richtig schön, lebensecht. Oder was ich dann auch entdeckt habe, das ist ja eher Richtung Jerk, Markus. Ne? Genau. Das sind so Geschichten, die hast du gerade vorhin mal erzählt von Matze Koch, auch gewünscht wurden. Ne? Wer den Matze kennt oder seine Filme kennt, der weiß, der fischt ja viel in so kleineren Gräben. Das heißt, der braucht nicht diese Monster-Jerks, richtigen Prügel, sondern eher so im leichteren, kleineren Bereich. Und das kann er in seinen Gewässern auch noch vernünftig fischen. Und deswegen wollte er auch so einen Jerk haben. Hat auch so einen Weitwurf-Rapfenwobbler seit diesem Jahr mit ins Programm aufgenommen. Und ja, da gibt es jedes Jahr eigentlich Modellerweiterungen, Farbpalettenerweiterungen und... Auch ein schöner Kerl, den hätten wir gern so ab 1 Meter aufwärts. Ne? Also da seht ihr, auch hier, was Kunstköder angeht, einmal Palette durch und dass man was dabei lernen kann. Willi, du hast hier eine ganze Menge noch an Heftchen. Analog zu meiner Forellenfibel haben wir natürlich auch fürs moderne Zanderfischen, fürs Federfischen sowie fürs Meeresangeln auch Fibeln, die ihr alle kostenlos im Handel, im Fachhandel bekommen könnt. Das heißt, da kann man hingehen, kann sagen, gib rüber, kostet nichts. Ja. Für euch als Schwabe immer gern. Tolle Anregungen drin und für jede Angelart was vorhanden. Oder als Download und auf unserer Webseite. Kriegt man das auch prima. Ich darf mich bei euch beiden, Markus und Willi, wieder recht herzlich bedanken. Wir hatten wieder einen netten
Tag hier verbracht bei euch, wieder viele neue interessante Sachen gesehen. Und wie jedes Jahr, wir werden auch wieder Produkttests haben. Da wollen wir aber noch nicht mehr verraten. Nee. Da werdet ihr warten müssen, bis wir soweit sind.